Ja, herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Ich freue mich sehr, denn heute geht es um Kunst und um schnelle Autos. Also mal so richtig ein zündendes Thema, aber auch sehr kulturell, was ja jetzt gerade so ein bisschen Mangelware ist. Und deswegen freue ich mich total, die Künstlerin Vanessa Göpart zu begrüßen in Füssen. Da schneit oder hat es geschneit, wo ich ein bisschen neidisch bin, weil ich sitze ja in Berlin und wir haben ja leider keinen Schnee. Also 1,50 Meter hat sie mir im Vorgespräch erzählt. Ja, herzlich willkommen, Vanessa, und stell dich doch einfach mal vor, was hast du mit Kunst und schnellen Autos zu tun und wie bist du dazu gekommen? Ja, hi. Also, wie schon gerade gehört, ich bin Vanessa Göpart, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Bayern, ursprünglich gebürtige Oberfränkin aus Bamberg und jetzt aktuell in Füssen unterwegs. Eigentlich bin ich aber immer da, wo mich quasi gerade so das Berufliche hintreibt. Jetzt ist es eben Füssen und gerade durch die Pandemie natürlich auch jetzt nicht kein so exzessiver Standortwechsel gerade vorhanden. Genau, ich bin Künstlerin. Ich habe mich vor 1,5 Jahren selbstständig gemacht, und bin ganz viel im Motorsportbereich unterwegs. Ich male auch Autos und Uhren unter anderem, einfach weil ich so sehr stark mit dem Automobil verbunden bin und sich das für mich so erwiesen hat, ich kann Autos gut malen. Ich habe da extreme Freude dran. Habe mich auch schon probiert, andere Dinge zu malen, aber tatsächlich fasziniert mich nicht so sehr wie das Automobil, beziehungsweise auch eine Uhr vom Material her, die unterschiedlichen Materialien zu zeichnen, wie das so wirkt. Und gerade vor allem als Frau ist es ja in dem Bereich, gibt es gerade nicht viel weibliche Konkurrenz und allgemein in der Automobilkunst gibt es jetzt auch nicht ganz so viele Menschen. Genau, und so ist es dann auf mich zugekommen. Also das hat sich alles einfach so ergeben. Genau, und so bin ich da dann reingerutscht. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob du quasi in dieser Motorsportszene aufgewachsen wärst, sozusagen, ja, direkt von Kindesbeinen da die hohen Motorengeräusche miterlebt hast. Kannst du darüber so ein bisschen erzählen, wie du, ja, auf diese oder in diese Branche hineingewachsen bist? Das kann ich sehr gerne. Ja, und zwar ist es so, meine Eltern und Großeltern, die hatten früher immer Motorradsportgeschäfte. Also ich weiß nicht, ob Hein-Gericke ein Begriff ist. Das ist so ein Motorradbekleidungsladen, wie beispielsweise auch Louis und Polo. Die bieten Helme, Lederkombis, alles, was man halt quasi an Motorradbedarf so braucht, an. Ja, und da war ich dann als Kind schon quasi im Kleinstalter dann in diesen Kartons gesetzt, wo dann diese Maisstärken-Füllmaterial-Puffdinger noch drin waren. Und ich habe das alles miterlebt von kleinst auf. Ja, und wenn man da im Motorrad-Business schon extrem drinnen ist, dann ist das Automobil auch nie weit. Und so war es dann auch in der Familie, alle immer begeisterte Autofahrer, sei es jetzt mein Großonkel mit Alfa Romeo, mein Großvater mit Mercedes oder mein Papa mit Porsche und Mercedes. Ja, und so kam halt dieser Einfluss irgendwie, war der dann schon immer da. Und bei uns in der Familie ist es ganz lustig, weil alle, also ich habe eigentlich nur Cousinen, das sind alles Mädels. Und ich so die Einzige bin, die halt, wenn dann mal sonntags Kaffee und Kuchen bei der Oma war, sind dann alle Mädels draußen rumgehüpft und haben Pferd gespielt. Daran habe ich mich schon auch beteiligt. Aber sobald dann mein Großvater zum Rennstart für die Formel 1 gerufen hat, war ich dann natürlich da mit auf der Couch gesessen und habe mitgefiebert, noch zu Zeiten von Michael Schumacher. Genau, so kam das dann alles bei mir. Ja, wow. Hast du denn auch live und in Farbe Rennen miterlebt dann? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, dass du auch wirklich mit, ja, Nürburgring würde mir jetzt spontan einfallen, mal hingefahren bist? Genau, also tatsächlich war es so, im Kindesalter waren es dann, war das noch gar nicht so, dass man jetzt direkt auf Rennen gefahren ist. Das ist jetzt bei mir auch erst so die letzten Jahre durchgekommen. Wenn dann mal bei uns vor Ort, also im oberfränkischen beziehungsweise allgemeinfränkischen Bereich, ist es ja nicht so gebirgig wie jetzt hier in Füssen. Ja. Aber da gibt es beispielsweise die Fränkische Schweiz. Das ist auch eine, ich will jetzt nicht, wie gesagt, bergig sagen, eher Landerhebung. Da gibt es aber tatsächlich übers Jahr hinweg viele Bergrennen und da war ich dann mal oder Oldtimer-Treffen und so weiter.
dass ich jetzt so wirklich direkt zu Rennen fahre, wie jetzt an den Sachsenring, Nürburgring und so weiter. Das ist erst seitdem ich auch mit meiner Kunst selbstständig bin, so, weil einfach bei meinen Eltern beruflich tatsächlich auch so viel los war, dass von Bamberg aus jetzt 4 Stunden mal an den Nürburgring fahren gar nicht so einfach ist und das Ganze dann erst so richtig funktioniert hat, als ich da dann so 18 Führerschein und go. Okay. Genau, aber da ist es tatsächlich so, jetzt in so einer Saison wie 2019, ich war jedes Wochenende irgendwie irgendwo. Ja. Genau. Oh, wow. Und weil du ja sagtest, ja, dass du das Künstlerische sehr schnell damit verbunden hast und jetzt dann auch logischerweise dahin fährst, seitdem du selbstständig bist, wie hast du denn diesen Zugang zur Kunst gefunden? Eigentlich ist es ja irgendwie so ein bisschen konträr, ne? Das eine ist hochtechnisch, das andere jetzt ja wirklich mehr, ja, künstlerisch kreativ, ne? Ja, also ich habe auch schon seit Kindesalter immer gemalt. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Und zwar habe ich immer mit der linken Hand gemalt. Und Ja. meine Mama dachte, ich hätte es in der Schule einfacher, wenn ich mit dem Stift mit rechts schreibe, weil ja da Linkshänder ist ja nicht so häufig. Und so habe ich tatsächlich mir das angeeignet, dann irgendwie mit der rechten Hand zu schreiben und dann auch zu malen. Aber ich war schon von Kindesalter, man sagt ja, die Linkshänder sind die Kreativeren. Ja, ist so ein, also sagt man halt so. Ja, genau. Genau, und ich habe da schon als Kind immer gemalt, ja, und dann als kleines Mädchen waren es halt dann, keine Ahnung, Einhörnerprinzessinnen und so weiter, und das hat aber nie aufgehört. Also das ist dieses kindheitliche Malen, was ich halt aus dem Kindergarten und so weiter mitgenommen habe, das hat bei mir immer angehalten. Und dann hat damals in der Grundschule hatte ich eine beste Freundin und die meinte, sie macht in den Ferien halt an so einem Malkurs mit. Das war jetzt kein so ein richtig, wie man strukturiert ein Bild aufbaut, sondern einfach mehr, dort war eine Mallehrerin, man hat sich von vornherein ein Motiv ausgesucht, was man gerne malen möchte. Und ja, dann war man da halt quasi beschäftigt irgendwie die Ferien über. Genau, und da war ich dann schon gleich immer mit dabei und da habe ich dann solche Sachen wie Rosina Wachtmeister und so weiter gemalt, weil ich halt an diesen künstlerischen Sachen schon so interessiert war, weil beispielsweise bei meinen Großeltern im Haus auch viele solche Bilder hangen und auch noch hängen. Genau, und so kam quasi also war das eine Thema Kunst, dass ich seit Kind an damit konfrontiert war, aber nicht, weil ich damit konfrontiert wurde, sondern weil es mich einfach als Kind selbst interessiert hat. Und ja, Motorsport, Motorrad, Automobil, dass ich damit einfach, weil meine Eltern und Großeltern beruflich damit ja, da involviert waren, da dann eben mit aufgewachsen bin. So sind es zwei Themen. Genau, und dann irgendwann kam dann dieser Punkt, wo dann, das war dann einfach so ein Gespräch am Mittagstisch, wo dann meine Mutter meinte, du Vanessa, wieso malst du nicht eigentlich mal ein Auto? Ja, da war ich so, ja, stimmt, da hat sie eigentlich recht. Und dann war das erste Auto, was ich damals gemalt habe, der Audi R8 in der ersten Generation. Nicht, weil ich jetzt explizit totaler Audi-Fan bin oder irgendwie was dergleichen, sondern weil es ein Auto wie den Audi R8, als er damals rauskam in Deutschland, von keinem anderen deutschen Autohersteller so in der Art gab. Also Supersportwagen mit Mittelmotor und von der ganzen Form her und so weiter. Sowas kennt man nur von Ferrari oder Lamborghini, aber ein deutscher Hersteller hatte das soweit noch nicht. Ja, und dann habe ich das gezeichnet und dann fand ich das gut, also für den ersten Versuch, ein Auto zu malen, weil man das ja auch perspektivisch hinbekommen muss aus verschiedenen Winkeln, war ich da dann positiv überrascht und habe da dann einfach weitergemacht. Und dann war das am Anfang eigentlich nur so eine, ja, ich mache das privat für mich, weil ich gerade mal Lust habe, das Auto zu malen oder jenes Auto zu malen oder halt in der Familie, wenn mal jemand was gewollt hat. Aber ich habe bis dato noch nie über eine Selbstständigkeit nachgedacht. Wie alt warst du denn, als du diesen Audi A8 gemalt hast? Boah, das ist eine gute Frage. Also da war ich mit Sicherheit so 12, 13, also es ist ja mit Sicherheit 10 Jahre sowas ist es jetzt her, ja. Ah, Also. okay. Ja, klar. Also, das ist ja schon eine lange Zeit, ne? Ja. Logischerweise. Dann, aber dieses perspektivische Malen, also du hast dich, das konntest du aber schon, weil das ist ja auch nicht ganz so einfach, sag ich mal. Man muss das ja schon auch ein bisschen klarer, ne?
Sonst wird ein Auto ja leicht auch schief, sage ich jetzt mal. Das ist richtig, ja. Also, was die Perspektive betrifft, ich habe mich tatsächlich auch, und das spielt auch der Beruf, den ich gelernt habe, ganz groß mit rein, schon immer auch für Design interessiert. Früher war es halt das Modedesign und totaler Karl Lagerfeld-Fan mit 9 Jahren. Okay. Und da lernt man ganz schnell perspektivisches Zeichnen. Und klar, das erste Auto ist jetzt nicht das Wunder an Perspektive und Aussehen. Aber für das Alter und für das, dass es der erste Versuch war, war es dann trotzdem gut. Und das ist beim Malen tatsächlich eine ganz große Sache. Viele, die Bilder sehen von mir oder auch von anderen Künstlern, die sagen immer, wow, krass, das könnte ich nie. Ist tatsächlich aber gar nicht, also es ist tatsächlich ein System, was dahinter steckt, wie man gewisse Dinge malt. Also einen Menschen ganz anders wieder wie ein Auto, aber es gibt eine Aufbauweise, wie man eben ein Auto malt oder jeglichen anderen Gegenstand auch. Man bricht den immer in so Grundformen runter. Und dann ist es tatsächlich, wenn man so dieses System verstanden hat, ist es fast schon, sage ich bewusst, einfach das nachzuempfinden, weil dann ist es nur noch eine Lernsache. Immer von Bild zu Bild. Man weiß, okay, ich muss dies oder jenes anders machen, damit ich gewisse Perspektiven dann noch besser hinbekomme oder gewisse Sachen detaillierter ausarbeiten kann. Und sowas kommt tatsächlich einfach vom Learning by Doing, dass man immer wieder malt, immer wieder von vorne anfängt, auch mal total verzweifelt einen Entwurf zusammenreißt und ins Eck schmeißt und dann mal wieder eine Woche nichts macht. Aber genau, es ist immer wieder wie bei jeder anderen Leidenschaft, die man hat. Man muss den Ganzen trotzdem auch mit Training und mit einem gewissen Willen hinterher sein, weil von nur Talent kommt meistens nicht alles. Deswegen, ja, also es ist auch eine ganz schöne Übungssache. Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch oft, die Fleißigen und Disziplinierten schlagen am Ende die Talentierten, die dann eben alles auf ihr Talent setzen, aber eben nicht die ganze Zeit dranbleiben und sich weiter optimieren, immer weiter üben. Und wie, durch Wiederholung kommt unheimlich viel und durch Training. Ne? Ja. Genau. Ja, so ist es mit der Perspektive auf jeden Fall. Ja, aber ja, cool. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, weil es ist ja nochmal ein Riesenschritt. Wir sehen es ja gerade in Pandemiezeiten. Den Künstlern geht es ja jetzt gerade nicht wirklich gut, muss man ja sagen, ne? Das ist ja immer, war immer ein Risiko, als Künstler sich selbstständig zu machen. Und viele würden ja auch sagen, ja, bin ich denn gut genug damit? Ne? Also klar, ich kann gut malen und kriege auch das Feedback dazu. Aber ist denn überhaupt ein Markt da, der dann auch meine Bilder kauft am Ende des Tages? Wie hast du dir das so überlegt? Auch, ich meine, du wirst ja bewusst den Schritt in die Selbstständigkeit nach deinem Grafik- und Design-Ausbildung, ne, wie ich das richtig verstanden habe, in dir gesucht haben, ne? Genau, also es ist nicht Grafik und Design gewesen, sondern tatsächlich bin ich technischer Produktdesigner von Beruf. Ja, Also cool. sogar Okay. auch in der Automobilszene. Das heißt, ein sehr, sehr technischer Beruf. Also das Design in technischer Produktdesigner steht wirklich ganz an letzter Stelle. Ich habe mich dann zum Schluss nur noch mal auf die Designebene eben sehr spezialisiert. Genau, und während der Ausbildung, also um das so kurz zusammenzufassen, ich war, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich ein Jahr in Berlin gewohnt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt dort eben einen Freund hatte und nach der Schule für mich einfach dieses Thema da stand, was willst du überhaupt machen? Und ursprünglich wollte ich total gerne zur Polizei gehen, weil einfach die Polizei für mich so ein Beruf war. Du sitzt nicht nur am Bürotisch und du bist auch mal draußen und hast ein bisschen Action und so weiter. Und du Und das kannst auch wollte ich. mal ein Motorrad fahren oder jemanden verfolgen und richtig gut aufs Gas drücken. Ja, das war tatsächlich gar nicht so meine Intention ursprünglich. Ganz Ja. ursprünglich wollte ich nämlich zur berittenen Polizei, weil ich bin nämlich auch ein Pferdemädchen tatsächlich. Aber um da reinzukommen, das ist schon ganz schön schwierig, weil es mittlerweile einfach ganz, ganz wenige Reiterstaffeln nur noch in Deutschland gibt. Das war einfach so, ja, so der Traum um die Zeit, wo ich den R8 gemalt habe, so in dem frühjugendlichen Alter, da war das so, das musst du machen. Und Ja. daran habe ich auch lange Jahre festgehalten. Und dann habe ich Einstellungstests bei der Polizei gemacht,
Muss man ja machen, also einen Sporttest, einen genau. Allgemeinwissenstest und so weiter. Und bei dem Allgemeinwissenstest habe ich tatsächlich sehr, sehr gut abgeschnitten, beim Sporttest auch. Nur kam dann irgendwann der medizinische Test und da wurde dann festgestellt, ja, Lungenvolumen ist nicht so groß wie normalerweise bei einer Frau in ihrer Größenkategorie. Und da ging es nur um wenige 100 Milliliter, aber es wurde dann relativ komisch verargumentiert. Und dann war ich erst ganz wütend und habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, warum die mich nicht nehmen wollen und so weiter. Das war dann tatsächlich auch alles im Abschlussjahr meiner Realschulzeit dann. Ich habe nur Realschule gemacht. Und ich habe das gar nicht verstehen wollen. Und ich habe aber tatsächlich so dieses Mindset mir irgendwann angeeignet, dass alles, also ich glaube nicht unbedingt immer an dass alles vorbestimmt ist für einen. Aber gewisse Dinge haben ihren Grund, warum sie so passiert sind. Da kann ich dann sogar noch eine ganz interessante, also extrem krasse Geschichte von meinen Eltern erzählen im Anschluss vielleicht. Ohne diese Geschichte, wenn die nicht so verlaufen wäre, ich auch hier gar nicht sitzen würde. Ja, auf jeden Fall. Und das war so im Abschlussjahr. Wie gesagt, man bewirbt sich ja im letzten Jahr seiner Schulzeit dann auf Berufe, Ausbildungen, die man hinterher anstrebt. Und sie haben mich einfach nicht genommen. Ja, und ich war aber so, ich bin so ein Optimist, dass ich gesagt habe, die nehmen mich auf jeden Fall. Ich kann das sportlich, ich kann das vom Allgemeinwissen und ich weiß auch, dass ich gesund bin. Was soll da schon groß passieren? Daher habe ich mich auch nirgendwo anders beworben. So, und dann stand ich da. Erstmal keine Ausbildung, sondern sagte ich mir, ja, ich will keine Lücke im Lebenslauf haben, ich will aber auch irgendwie was erleben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich da dann meinen ersten Partner kennengelernt, der eben in Berlin gelebt hat. Und klar, dann junge Liebe, wie macht man das? Fährt man jetzt jedes Wochenende 4 Stunden zueinander? Und dann habe ich kurzum einfach die Entscheidung getroffen, ich ziehe mit in seine WG. Komplette Jungs-WG, ein Mädel unter Jungs. Ja, genau. Und da habe ich dann tatsächlich so ein bezahltes Praktikum bei einem Zahnarzt gemacht. Einfach aus dem Grund, ich wollte keinen 450-Euro-Job machen, sondern definitiv ein bisschen mehr verdienen. Auch wenn jetzt der Beruf Zahnarzt an sich nicht das ist, wo ich sage, oder Zahnarzthelferin, wo ich sage, das hätte mich jemals erfüllt, war für mich ganz klar da dann die Priorität, ich möchte in Berlin ein bisschen was erleben, ich möchte mir da meine Wohnung finanzieren können und allgemein vielleicht schon mal so ein finanzielles Polster aufbauen. Und da kenne ich es auch von meinen Eltern, die alle schon immer selbstständig waren. Man muss ab und zu mal in den sauren Apfel beißen, wenn man da dann gewisse andere Dinge machen will. Und im Umkehrschluss war dann tatsächlich diese Ausbildung oder beziehungsweise dieses bezahlte Praktikum beim Zahnarzt eine unglaubliche Bereicherung für mich, weil nämlich dieser Zahnarzt sogar in der Naturmedizin unterwegs war, was ja bei Zahnärzten relativ selten der Fall ist und man da dann auch nochmal ein unglaubliches Wissenspolster aufgebaut hat. Genau, und dann war da meine Zeit in Berlin vorbei und da habe ich meine Ausbildung dann zum technischen Produktdesigner eben angefangen. Also bei einem Unternehmen, die Luxusreisemobile fertigen. Und so kam ich dann tatsächlich zur Malerei wieder direkt, weil ich da dann einfach gemerkt habe bei diesem Unternehmen, wie das Klientel ist, was sie eben für was sie Geld ausgeben. Und wo da wie die Interessen sind. So bin ich dann auch mehr und mehr wieder in die Porsche-Szene gerutscht. Und gerade vor allem die Porsche-Szene ist bekannt dafür, dass es sehr viele Sammler gibt, sehr viele wirkliche Auto-Enthusiasten. Vom Porsche-Fahrer, der seinen Porsche mit Baujahr 2019 gekauft hat, bis 1960, 70, keine Ahnung, irgendwas in die Region. Da hast du alles, da hast du jede Gesellschaftsschicht, weil es dann entweder Leute gibt, die tatsächlich sich das einfach so leisten können, weil halt das Geld da ist. Es gibt aber auch die Leute, die sich wirklich ihren Porsche vom Mund absparen. Und da bin ich dann wieder drauf gekommen, ja, warum malst du nicht eigentlich wieder, weil ich da so ein bisschen davon abgekommen bin über die Zeit in Berlin. Ja, und dann war da die Nachfrage tatsächlich irgendwann relativ hoch. Und dann habe ich einen sehr guten Freund kennengelernt, der in der Versicherungs- und Finanzbranche unterwegs ist. Und der hat gesagt, Vanessa, poste das nicht auf deinem privaten Instagram-Account. Ich helfe dir, wir machen einen geschäftlichen Account, ohne dass du jetzt erstmal ein Gewerbe anmeldest, weil du dadurch jetzt noch kein Geld einnimmst. Aber einfach, dass du schon mal zeigst, der Welt zeigst, was du magst, wer du bist. Und ja, so fing das dann damals an.
Und dann war die erste große Ausstellung gewesen, als der neue Porsche 911 eben vorgestellt wurde und ich bei mir in Bamberg im örtlichen Porsche-Zentrum angefragt habe, ob ich da nicht ausstellen könnte. Und da habe ich dann vor Ort live gemalt. Das ist tatsächlich auch das Bild, was ich dir als Titelbild habe zukommen lassen von mir. Das ist da entstanden. Und seitdem, ja, ging das halt dann los, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich aber Selbstständigkeit anmelden, weil an dem Tag mich so viele Leute gefragt haben und so begeistert waren von der ganzen Sache. Genau, und so bin ich da dann reingerutscht. Also das war bei mir gar keine so eine Frage, will ich damit selbstständig werden? Habe ich Respekt davor oder nicht? Sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich wusste, okay, ich habe ja trotzdem meine Ausbildung. Und ob ich jetzt das Künstlerische irgendwann hauptberuflich mache oder immer nur nebenberuflich und da dann mal am Wochenende unterwegs bin, das war mir da dann so, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht hab. Also ich habe so alles schon immer gehandhabt. Ja, aber ich Ja. finde auch toll, wie du das gerade geschildert hast, wie das so ein Puzzleteil ins andere sich gefügt hat und wie du ja eben auch bei deiner Ausbildung das Klientel, also sprich die Kunden, die du ja jetzt heute auch ansprichst, logischerweise, dann auch wirklich ja, lernen konntest, wie die so ticken, wenn ich es mal so sagen will, ne? Also wo Ja. ist ein Bedarf? Die wollen natürlich auch, also ich kenne es jetzt von Hundebesitzern, die dann ein Bild von ihrem Hund malen lassen oder anderes, ne? Und so ähnlich, sage ich mal, sind wahrscheinlich Autobesitzer zumindest diesen Typs ja auch drauf, dass sie dann ihr Auto dann gerne auch, wenn sie es schon nicht ins Haus mit reinnehmen dürfen, zumindest an der Wand ha haben wollen, gerade wenn es so ein Oldtimer ist, ne? Also ich kenne eben Definitiv. auch einige, die wirklich ja, so ihren eben keinen neuen Porsche fahren wollen, sondern unbedingt den alten mit dem entsprechenden Sound dahinter. Ne? Und da ist schon, wo man dann, sag ich mal, auch mit dem Getriebe ein bisschen Schwierigkeiten bekommt, aber eben einfach cool. Ne? Das ist schon klar. Definitiv, ja. Ja, da gibt es, also was meine Kundschaft betrifft, unabhängig, ob das jetzt Porsche ist oder eine andere Automarke, also ich bin da ja gar nicht so auf Porsche fixiert, gibt es ein Zitat von Walter Röhrl, das ist ja ein ganz berühmter deutscher Rallye-Fahrer, der unter anderem auch zu meinem Kundenstamm mittlerweile zählt und den ich als Freund zähle. Da gibt es ein Zitat, was da heißt, du kannst dein Auto nicht wie deine Ehefrau behandeln. Ein Auto braucht Liebe. Also Oh, ganz okay. lustiges, also alles natürlich nur humorvoll gemeint, ganz lustiges Zitat auf jeden Fall. Aber es ist wirklich so, die meisten Leute, ich kenne es jetzt auch von meinem Partner, wo das ein oder andere besondere Auto in der Garage steht, das wird gehegt und gepflegt wie ein Baby. Also da ist hier mit sauber machen und das rauspolieren und so weiter. Da ist aber immer ganz mit vorne mit dabei und beim Einsteigen bloß auf die Einstiegsleisten aufpassen und so weiter. Also dieser Spruch trifft tatsächlich zu. Das ist Genau. unglaublich. Also, ja, man kann es ja auch hier ganz, auch in Berlin logischerweise beobachten an den Waschanlagen. Also, ich habe hier eine sozusagen quer über die Straße und man wundert sich. Also, ich muss ehrlich sagen, manchmal stand ich einfach nur da und habe gedacht, das ist jetzt alles nicht euer Ernst. Ne? Also, bei Ja. Motorrädern auch, aber vor allen Dingen Autos und welche Teile dann wie gepflegt werden, es ist unfassbar. Ja. Ja, es ist auch krass, was da für ein Markt da entstanden ist, so die letzten Jahre. Wenn man es jetzt beobachtet, es gibt so viele Car-Detailer, nennen die sich, also die Autos wirklich professionell waschen, wo du 100 bis 10.000 Euro ausgeben kannst, damit dein Auto nur sauber gemacht wird. Also nur will ich nicht sagen, die sind ja wirklich krass dabei. Die benutzen teilweise so Puderpinsel, die Frauen fürs Schminken kennen, ja, benutzen die, um den Staub aus sämtlichsten Ritzen rauszuputzen, wo manch anderer sagt, ich fahre mit meinem Auto nur von A nach B, wofür brauche ich das? Und ein anderer sagt wieder, ja, ich muss mich in der Motorhaube von meinem Auto spiegeln können, weil ich das einfach haben will. Ja, es ist wirklich Ist schon ein interessant, ja. bisschen quickie, Ja. ne? Ja. Genau. Ja, wunderbar. Und die, kannst du noch mal sagen, was die genau oder was du genau malst dann? Also malst du wirklich eins zu eins dann so ein Autotyp oder ein spezielles Auto oder bemalst du auch Autos dann? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also tatsächlich alles so durch die Bank ein bisschen. Ich male auf Leinwand, sowie als auch auf Papier. Und dann sind aber bei mir auch noch so spezielle Sachen dabei, auf die komme ich gleich zu sprechen. Und dann ist es eigentlich tatsächlich so, ich mache das nach Kundenanfrage. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe jetzt beispielsweise
einen Ferrari 488, ich hätte den gerne gemalt. Dann geht es immer in so ein Kundengespräch und dann frage ich natürlich, was von dem Auto, weil manche Leute wollen beispielsweise eine Detailansicht, wo sie dann wissen, okay, ich weiß ganz genau, das ist mein Auto, weil ich genau diese Stelle, beispielsweise die Felge, total toll finde, ich hätte die gerne gemalt. Wiederum andere sagen, ich möchte eine Komplettansicht, wo das Auto komplett drauf ist. Wiederum andere wollen das dann in Dynamik haben, dass das Auto quasi fährt und der Hintergrund total verwischt. Gibt es alles Mögliche. Genau, und jetzt bin ich so seit ja circa einem Jahr, einem Dreivierteljahr sowas auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch nicht nur Leinwände bemalen, sondern auch andere Dinge. Beispielsweise ist es ja im Motorsport so, ein Reifen hält da nicht sehr lange. Also jeder, der schon mal in die Formel 1 reingeguckt hat, zum Beispiel weiß, da gibt es einen Boxenstopp, da müssen dann die Reifen gewechselt werden, weil die nach ein paar Runden abgefahren sind. So ist es in jeder anderen Motorsportklasse auch. Und da ist vor allem eben der Slick-Reifen, der ja kein Profil hat, so der Reifen, der hauptsächlich verwendet wird. Und der ist natürlich, wenn der abgefahren ist, wird der von Michelin, von Hancock, von Goodyear und wie sie nicht alle heißen, gibt es dann die Trucks, die dann vor Ort einfach wieder mitnehmen und dann werden die verschrottet, weil man kann damit ja nichts mehr anfangen. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, weil die ganzen Rennteams müssen ja die Reifenhersteller dafür bezahlen, dass sie die Reifen wieder mitnehmen, die sie abgefahren haben. Und dann bin ich irgendwann zu einem Team halt hingegangen von einem Bekannten von mir und meinte so, hey, ist es möglich, dass ich nicht da einen Reifen mitnehmen kann oder zwei? Und ich wusste noch gar nicht so wirklich, was ich damit machen will, aber viele Fans, Motorsportfans, nehmen die sich beispielsweise mit, um Tische draus zu bauen. Die legen dann einfach eine Glasplatte oben drauf oder Sessel oder was weiß ich was. Und dann habe ich das mitgenommen und dachte mir so, irgendwie hat er noch so ein zweites Leben verdient und dann habe ich angefangen, den eben zu bemalen. Auf der Lauffläche und es wirkt halt total cool, weil auf der Lauffläche erstmal ist es nochmal schwieriger wegen der Dimension und Perspektive, weil ich ja eine runde Oberfläche habe. Aber einfach dieses Kunstwerk spiegelt dann eine richtige Geschichte wider, weil es riecht nach diesem Gummiweichmacher von den Reifen, Glaube ich sofort. was jeder Motorsport-Freak kennt und liebt. Und vor allem durch die Banderole, die außen drauf ist, beispielsweise von Michelin und die dann abgefahren ist vom Auto, und du dann trotzdem die Lauffläche hast, die was Neues darstellt, fanden ganz viele total interessant. Ja, und so kam das dann, dass ich mir dann gedacht habe, irgendwie nur auf Leinwand, das geht ja wohl noch besser. So, also ich habe mir dann überlegt, okay, so. Wie könnte ich dann weitermachen neben dem Bemalen von Reifen eben? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte mir eine Motor- bzw. Kofferraumhaube bestellen. Und das habe ich dann auch gemacht im Porsche-Zentrum Bamberg, weil ja quasi bei einem 911er Heckmotor der Kofferraum vorne ist und das aber das geradeste Karosserieteil ist, wo man am besten draufmalen kann. Und die habe ich dann nicht lackiert, sondern tatsächlich mit Pinsel grundbemalt und dann eben die Motive draufgemalt. Also mein Freund, dann einen 911 RSR. Das RSR steht für Rennsport-Rennwagen, also das ist so der Porsche-Rennwagen, den es halt gerade so gibt. Und im Hintergrund ist dann Schloss Neuschwanstein, weil er ja eben von hier ist. Und das hat er dann zu Weihnachten bekommen. Es ist auch leider noch nicht fertig geworden. Also es braucht wirklich ganz, ganz viel Zeit, diese filigranen Burgzinnen und so weiter vom Schloss Neuschwanstein da Ja, zu genau, malen. ja. Und ja, aber er hat es trotzdem relativ fertig zu Weihnachten dann bekommen. Und seine Reaktion, die war unglaublich. Also er hat direkt angefangen zu weinen vor Freude, hat es überhaupt nicht begreifen können. Und das ist eigentlich auch so die Bezahlung, will ich es jetzt nicht nennen, aber das, was einfach einem das Gefühl gibt, man hat alles richtig gemacht. Klar ist da die Bezahlung in Form von Geld auch wichtig. Klar, weil sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Aber einfach wenn man vorher mit einem Kunden spricht, und der Kunde einem erzählt, was er sich so vorstellt, und man aber natürlich dann seine eigene Kreativität damit ins Spiel bringt und die meisten sich davon einfach überraschen lassen. Und da ist dann diese Reaktion am Ende so viel mehr wert als Geld und einfach zu sehen, wie
wie glücklich die Menschen dann damit sind. Und ich hatte es tatsächlich bisher auch noch nie, dass jemand mit seinem Bild unzufrieden war, weil ich einfach mein komplettes Herzblut da dann immer reinstecke und das dann auch auf den Kunden quasi frequentiere. Genau, also so viel noch dazu. Ja, wow, das hört sich richtig cool an, ja. Und du malst ja auch Uhren, ne? Genau. Passt das auch da so rein, dass die Leute auch zu ihren Uhren so eine Beziehung haben? Oder man kennt das ja, man wackelt mit der Rolex und so, also gerade jetzt, das bezieht man, beides assoziiere ich jetzt automatisch erstmal mit Männern, ne? Aber dass man da auch so eine Beziehung hat, also dass dann ein Foto von der Uhr nicht reicht, sondern dass es irgendwie ein Gemälde sein muss, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich durch eine Person in meinem Leben, die eine große Herausforderung für mich war, und da rede ich jetzt nicht unbedingt vom Positiven, mich dazu quasi mehr oder weniger gebracht hat. Deswegen, also um kurz aufs Thema Herausforderungen zu kommen, das ist ja jede Herausforderung und jedes Mal, wo man etwas dazugelernt hat, ob das jetzt negativ ist oder positiv, ist es ja immer irgendwie eine Bereicherung. Und gerade vor allem aus den negativen Sachen lernt man ja meistens am besten. Nee, genau, und da durch diese Person bin ich so ein bisschen auf Uhren gekommen. Und mein Vater ist auch so, ja, mit Rolex und so weiter, so typisches Sportstahlmodell, gefällt ihm halt sehr gut. Ja, und da bin ich dann so langsam, durch das, dass ich dann eh schon in der Autoszene so ein bisschen meine Gruppe hatte, habe ich dann so ein bisschen mich umgeschaut und geguckt, was ist meine Zielgruppe eigentlich, abgesehen von Autos? Was sind so andere Interessengebiete? Und da bin ich eben dann auf die Uhr gekommen, weil tatsächlich ist das irgendwie so ein Ding, dass viele Leute, die Autos sammeln und autobegeistert sind, auch irgendwie ein Faible für Uhren haben. Warum genau das so ist, kann ich gar nicht richtig erklären. Es ist einfach, dass diese Leute das Material an sich schätzen. Weil ja quasi Sportwagen, die eben sich in einem gewissen Preissegment bewegen, qualitativ auch was darstellen. Beispielsweise ist ein Ferrari schon immer ein Ferrari, weil er rot ist. Keine Ahnung. Also, oder ein Porsche, weil er eben diese Form hat. Und dann natürlich, abgesehen davon, dann wie das Fahrverhalten dieser Autos ist. Die kommunizieren etwas, die haben eine gewisse Emotion dahinter. Und so ist es mit den Uhren eben auch. Durch diese Verarbeitung gewisser Materialien möchten Leute einfach etwas haben, wo sie sagen, da kann ich mich drauf verlassen, das funktioniert, wie beispielsweise eben der Porsche, wo du sagst, du kannst dich reinsetzen, du machst den an und der funktioniert, weil es einfach ein Qualitätsding ist. Und genauso ist es mit Uhren und vor allem eben Schweizer Uhren. Man kennt ja alle die Marken, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, sind alle bekannt dafür, dass es eben unglaubliche Qualitätssachen sind. Da geht's, also klar sind die Sachen teuer, gerade vor allem bei Patek Philippe sind wir da dann teilweise schon bei 200.000, 300.000 Euro mit dabei, was natürlich unglaublich viel Geld ist für nur eine Uhr. Da steckt aber natürlich auch noch ein riesen Business dahinter und ein riesen Handel und was weiß der Geier, was noch alles da mit drin, hinten dran hängt, aber halt eben vor allem ein Name, eine Marke und etwas, was schon immer funktioniert. Beispielsweise eben auch bei der Rolex gibt es ja die Rolex Daytona, die ja schon seit jeher auch quasi mit dem Rennen zu tun hat. Und da haben sich quasi die ganzen Uhrenmarken auch in den Kfz, Auto, Motorsport und so weiter mit eingebracht. Bei Mercedes beispielsweise ist Hauptsponsor in der Formel 1 IWC Schaffhausen oder für Porsche auch ein ganz großer Sponsor, auch noch Tag Heuer. Und so hängt das schon immer zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich will mein Klientel noch besser bedienen und biete das eben an. Und vor allem, was das ganz Interessante hierbei ist, um auch da jetzt auf die Bilder zurückzukommen, ich male ja nicht nur mit Öl oder nur mit Acryl, was ja bei den meisten Künstlern so ist. Die legen sich auf eine Kolorierungsmethode fest, auf eine Art Farbe. Und bei mir ist es eben so, ich nehme alles, was der Markt hergibt. Einfach, weil ich für mich festgestellt habe, ich arbeite mit allen möglichen Materialien gerne. Und es gibt dann dem Bild nochmal so einen gewissen Touch irgendwie, dass es nochmal
in meinen Augen realistischer wirkt oder das Ganze besser kommunizieren kann, was ich kommunizieren möchte. Daher verwende ich. Ja, kannst du das mal, ja, wollte gerade sagen, kannst du das mal beim Beispiel nennen, dass es auch ein bisschen plastischer wirkt? So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Genau. Also ich verwende tatsächlich Acryl, Öl, Pastell, Graffiti-Farben und unter anderem eben auch echte Edelmetalle sowie auch Kunstmetalle, wenn man jetzt da quasi Geld ein bisschen sparen möchte. Und vor allem auch Strukturpaste. Also Strukturpaste ist extra so ein, ja, wie eine Spachtelmasse, die man auf die Leinwand auftragen kann und die das Ganze dann dreidimensional wirken lässt. Das ist bei einem Bild, was jetzt bei Walter Röhrl in der Oldtimer-Garage hängt, so, da habe ich das Porsche-Logo gemalt und habe quasi den Porsche-Schriftzug mit Strukturpaste dreidimensional hervorgehoben und das Pferd auch. Habe das Ganze dann mit Acrylfarben quasi in die Grundfarben gegeben, die das Porsche-Logo hat, Gold, Schwarz und Rot. Und habe dann noch mit Echtgold gearbeitet. Und wow. gerade vor allem bei einer Uhr, die ja eben ein Auto logischerweise ist, aus Aluminium, ist aus Stahl und ist dann lackiert, da kann man, wenn man silberne Teile am Auto hat, natürlich mit Aluminium, mit Platin und so weiter arbeiten, aber gerade bei einer Uhr, und das ist das, wo ich mir dann so überlegt habe, noch weitere Materialien mit ins Spiel zu bringen, eine Uhr ist ja aus Weißgold, aus Platin, aus Stahl, da gibt es ja alle möglichen verschiedenen Metallvarianten oder dass da Diamanten mit drauf sind und so weiter. Und da war ich tatsächlich dann eines Tages bei meinem Kunstgroßhändler, wo ich dann normalerweise einkaufe. Und das ist so, wie manch anderer in den IKEA geht und sagt, ich möchte eigentlich nur maximal Kleiderbügel kaufen und eine neue Bettwäsche und geht dann mit so einem riesen Einkaufswagen wieder raus. So ist es bei mir in dem Kunstladen. Ja. So ist es bei mir in dem Kunstladen, weil es halt immer irgendwie was Neues gibt. Und ja, da bin ich dann tatsächlich bei den Edelmetallen hängen geblieben. Und da habe ich dann drei Patek Philippe Uhren tatsächlich gemalt mit echtem Platin, mit Roségold und so weiter. Und das hat dem Bild so eine Dimension gegeben, weil wenn man es ins Licht hält, gerade die Teile vom Armband, die halt eben aus dem Material sind, wirklich in der Sonne richtig reflektieren, die spiegeln das Licht richtig zurück. Ja, und so kam es dann, dass dann immer mehr Materialien dazukamen. Also ich habe schon von Anfang an immer mit allen Farben so ein bisschen rumprobiert, aber so kamen dann auch die Edelmetalle dazu. Und ich meine, dass man mit Blattgold arbeitet, das ist in der Kunst nichts Neues mehr. Mhm. Aber ja, gerade vor allem diese Metallpigmente waren dann nochmal so der Drive, beziehungsweise was dem Ganzen so einen Drive gegeben hat. Weil klar, ich könnte so ein Armband auch einfach mit silberner Acrylfarbe malen, dann schimmert es so ein bisschen silbern. Aber ich wollte so ein richtiges, um es jetzt auf gut Deutsch zu sagen, auf die Fresse Ding. Und ja. Genau, das ist so ein ganz feiner Staub, also noch viel feiner als Mehl. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da mit Atemschutzmaske arbeitet, weil wenn man das einatmet, kann das Metall in der Lunge korrodieren, ist eher nicht ganz so sinnvoll. Nicht wirklich empfehlenswert, nein. Genau, und das mischt man dann mit einem Binder, der trocknet dann am Ende transparent. Und so hat man wirklich dieses reine Pigment, dieses reine Metallmehl auf der Leinwand, und das ist das, was es so unglaublich schimmern und glänzen lässt, was ja so eine Uhr auch tut. Und ich möchte da gerade vor allem die Uhr sehr gut in Szene rücken, weil, also beim Auto ist es anders. Ein Auto zu malen ist anders, weil man ein Auto also maximal in 1:1 malt, was ich auch schon getan habe. Da ist dann tatsächlich die Leinwand fast so groß wie ich. Aber man malt ja im seltensten Fall noch größer, als es eh schon ist, weil ein Auto logischerweise schon relativ groß ist. Eine Uhr ist sehr klein im Vergleich zu einer Leinwand. Das heißt, ich muss hier mein Vielfaches halt größer skalieren. Und da ist es dann halt natürlich nochmal schwerer, die ganzen Details, die so eine Uhr hat, und eine Uhr ist detaillierter als ein Auto, logischerweise, weil sie kleiner ist, da dann nochmal einzufangen, das ist dann nochmal so eine besondere Herausforderung. Aber wie ich festgestellt habe, es kommt super gut bei den Kunden an, weil eben viele tatsächlich einfach Uhren und Autos, das ist wie bei der klischeehaften Frau, Schuhe, Handtaschen und Gürtel zusammengehören. Das darf man nicht voneinander trennen, das gehört zusammen, und so kam das dann.
Ja, wow. Also ich finde das total toll, weil du sagst, also für mich ist das auch irgendwie eins, ne? Also Auto und dieses Handgelenke, die Handgelenkvariante. Und es ist ja auch echt crazy, obwohl ich habe auch lernen dürfen, dass inzwischen Männer den Schuhschrank ausbauen dürfen. Definitiv, ja, definitiv. Also ob es jetzt eine Sneakersammlung ist oder anderes Schuhwerk, also es ist schon wirklich spannend, was man da erleben darf. Also ein bisschen mischt sich das so, ne? Ein bisschen, dass du dich ja jetzt auch, also ich ja auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe so auch ein Faible für schnelle Autos. Das muss ich zugeben. Bei Uhren muss ich sagen, hat mich das noch nicht so gepackt. Und ich finde es auch irgendwie crazy, so viele. Also früher gab es auch viele, die eben Uhren sammeln und dann täglich eine andere anhaben, ne? Also solche Ja, Sachen, ne? Genau. gibt's Ja, alles, ja. ja, richtig. Aber das dann jetzt so auch künstlerisch zu verwerten und auch so in dem Stil mit diesen verschiedenen Materialien, wie du das gerade beschrieben hast, das finde ich ja total spannend und klar. Das ist dann wirklich auch ein Kunstwerk in dem Sinne, eigenständig, fast unabhängig von dem eigentlichen Stück, was du dann ja abgebildet hast, sage ich jetzt mal, ne? Wahrscheinlich kommt dann weitere Entwicklungen dazu, so wie du es jetzt beschrieben hast. Deswegen meine Frage noch, wie siehst du das denn jetzt für die Zukunft? Hast du irgendwie eine Vision von dir selber, wo du dann hin willst oder so ein Ziel, was du anpeilst in der Richtung? Also tatsächlich mache ich die Malerei immer so, wie ich sie für richtig empfinde, dass ich mir selbst auch treu bleibe, weil ich weiß, wenn ich dem nicht treu bleibe, dann wird es mir keinen Spaß mehr machen. Deswegen, also ich habe kein Ziel, wo ich sage, ich muss das und das erreicht haben. Was meine Hauptintention ist, wo das Ganze hingeht, ist einfach, dass ich so male, wie es mich glücklich macht, wie es meine Kunden auch glücklich macht, da den Kundenstamm natürlich noch zu erweitern, was jetzt in 2020 leider ein bisschen eingebrochen ist. Deswegen finde ich Clubhouse beispielsweise, um da mal kurz drauf zu kommen, eine unglaublich coole App, weil das, was ich auf Messen und im Motorsport normalerweise mache, das kann ich jetzt über diese App gerade machen, weil es momentan ja anders nicht möglich ist. Und dass es da einfach in die Richtung geht, vielleicht da noch ein bisschen an Bekanntheit zu gewinnen, dass man den Namen in der Szene vielleicht noch ein bisschen besser kennt. Aber dass ich sage, ich hoffe mir jetzt die finanzielle Unabhängigkeit gerade dadurch, für mich, so will ich das gar nicht sagen. Es ist einfach, ja, es ist Hobby zum Beruf gemacht, aber es soll auch immer das Hobby bleiben. Und wenn ich irgendwann das Gefühl hätte, dass ich dafür arbeiten muss, dass ich vor der Leinwand sitze und das Gefühl habe, ja, okay, ich muss es halt jetzt heute machen. In die Richtung möchte ich nicht, dass es geht. Deswegen, ich habe da keine Ziele da dafür. Die Ziele, was das Berufliche angeht, sind da definitiv in der anderen Richtung, motorsportmäßig, beziehungsweise eben mit dem Designmäßigen, wo ich da unterwegs bin. Genau, aber so. Ja, so verhält sich das. Ja, verstehe. Aber es ist schon so, dass es eben wirklich ein Hobby ist, dass du eben einfach dich richtig gut fühlst, wenn du malst, ne? Dass es wirklich auch so eine Befriedigung in der Tätigkeit selber ist, ne? So ein Genau. Flow-Zustand, wie man das ja so oft mal bezeichnet, ne? Und dass du dann sagst, wenn es das nicht mehr ist, dann ist auch die Leidenschaft nicht mehr da, die du ja eigentlich, so wie du es ja beschrieben hast, auch von Kindesbeinen ja in dir hattest quasi. Du hast ja automatisch angefangen zu malen quasi, ne? Als ob es sozusagen aus dir rauskommt, ne? Und ich finde das total spannend. Und das da in der Kombi, ja, wunderbar. Aber du siehst dich schon, sag ich mal, jetzt so als 80-Jährige dann doch noch von der Leinwand sitzt. Beziehungsweise, ich kenne ja jetzt hier in Berlin gibt es ja auch die Heidi, die eben wirklich mit so einem alten Wagen um die Welt gefahren ist. Ich glaube, 85 war sie, als sie das gemacht hat. Also, ne, also zum alten Rennschrauber, ich weiß gar nicht mehr, welcher Typus das genau war. Aber ja, deswegen war die Frage, wie siehst du das? Siehst du dich denn da? Oder möchtest du vielleicht in irgendwelchen Galerien hängen oder sowas in der Richtung? Ist definitiv, das ist schon auch eins meiner Ziele, wo man sagt, das ist jetzt noch was, was es so quasi gilt anzustreben, auch in größeren Galerien zu hängen. Genau, um da jetzt auf diesen Flow vielleicht zurückzukommen, was du gerade sagtest, da das ganz interessant ist, der ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Also, weil was das ganze Thema Malerei betrifft, das ist was Kreatives und ich glaube, jeder, der jetzt nicht unbedingt mit Malerei zu tun hat, aber gerade im kreativen Bereich unterwegs ist. Oder ich habe ja gelesen, du warst bei der Berliner Morgenpost auch mal gewesen, gell?
Ich bin bei Gruner und Jahr gewesen und klar, Berliner Morgenpost hat mich mal porträtiert, ja. Genau, aber also auf jeden Fall, wenn man da sowas Kreatives macht, das funktioniert nicht immer, wenn man es möchte. Also auf Knopfdruck, dass man sagt, hey, ich bin jetzt da, ich funktioniere jetzt als Journalist, ich schreibe jetzt den Hammerartikel oder als Sänger, ich mache jetzt einfach mal ein neues Lied, sondern da muss schon diese Grundkreativität gerade da sein. Und so ist es bei mir auch, wenn ich mich gerade nicht danach fühle, dass ich etwas malen möchte, dann brauche ich auch nicht anfangen, weil es wird nichts draus. Oder gar wenn ich gerade ein Bild da habe, was steht und woran ich noch weiterarbeiten muss und ich sage, boah, eigentlich müsste ich jetzt was malen, aber ich habe überhaupt gar keine Lust, dann gucke ich eher, dass ich gerade noch mal was anderes mache, was mich irgendwie inspiriert, vielleicht ein bisschen Musik höre oder irgendwas dergleichen, weil wenn ich mich hinsetze in dem Moment, wo ich keine Lust darauf habe, dann mache ich eher alles schlechter, als dass ich es besser mache. Genau, und da, um vor allem in den Flow zu kommen, also ich höre immer sehr gerne Musik zum Malen tatsächlich. Jede Form von Musik. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich höre nur dieses eine Genre, sondern alles Mögliche. Aber das, was mich tatsächlich richtig in diesen Flow bringt, und das ist tatsächlich auch so, da könnte man in dem Moment herkommen und mir einen Kühlakku in den Nacken legen und mich würde das gar nicht interessieren, weil ich einfach da, ich spreche da immer von diesem kindlich Unverdorbenen, dass ich da in dieser Situation bin. Das schaffe ich nur mit Klassik. Also Okay. ich habe als Kind Ballett getanzt und da war natürlich Klassik ein Hauptbestandteil da davon. Und ja, die klassische Musik, auch wenn ich jetzt halt so, wenn ich im Auto von A nach B fahre, wahrscheinlich nie auf die Idee kommen würde, mir jetzt Beethoven oder Tschaikowski anzumachen, ist das was mich in einen unglaublichen Ruhezustand versetzt. Das hilft mir da extrem, mich auch zu fokussieren, weil da jetzt nicht irgendeiner singt und ich dann trotzdem auf den Text höre. Klar, das brauche ich auch. Manchmal brauche ich auch was, wo ich dann Metal dazu höre, weil ich einfach gerade irgendwie in den Hintergrund total wild malen muss. Ja, aber wenn es gerade vor allem so detaillierte Sachen sind, wie jetzt beispielsweise eine Burgzinne an Schloss Neuschwanstein, dann brauche ich meistens Klassik. Und um auf dieses kindlich Unverdorbene zurückzukommen, also ich bin sehr so in die Richtung, dass ich solche Bücher lese, wie, ich weiß nicht, ob dir The Secret was sagt, aber solche Dinge, die in die Richtung gehen, eben mit Anziehungskraft und so weiter und wie ich allgemein so mein Mindset halte, mich positiv halte und so weiter. Und da habe ich mal was ganz Interessantes gelesen zu Kindern eben. Dass wenn Kinder draußen spielen und die Mutter beispielsweise zum Mittagessen ruft und sie fünfmal rufen muss, bis dann mal jemand kommt, dass das Kind das teilweise gar nicht beabsichtigt macht aus Widersetzen gegen die Mutter, dass es nicht kommen will, sondern oftmals, wenn die in ihrem Flow sind und da spielen, dieses kindlich Unverdorbene haben, dann bekommen die das oftmals gar nicht mit. Und das finde ich unglaublich, sowas habe ich tatsächlich nur beim Malen. Also ich habe keine andere Sache gefunden, wo ich meinen Kopf so ausschalten kann und so an nichts denke, wie da. Also das ist so das, was ich dadurch erziele, ja. Ja, ist total toll, wie du das auch beschrieben hast. Weil es ist ja, manche sagen, es ist eine Meditation so, andere finden in einem anderen, ja, ganz egal, ob Schreiben oder bei mir ist es sehr viel auch mit auditiven Dingen und auch visuellen, muss ich sagen, der Fall, wo ich dann auch merke, und dann ist es irgendwann Mitternacht oder noch später und man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist, ne? Ja. Und man würde eben auch sich extern nicht ablenken lassen in dem Moment, genauso wie du das beschrieben hast an diesem Kinderbeispiel, wo die Mutter ruft zum Essen ruft. Also es ist schon hochgradig toll, wenn man das so gefunden hat, ne? Was einen wirklich da so anzieht. Und wenn, so wie du das beschrieben hast, man ja auch da reinwachsen darf, dass man einen Kundenstamm kriegt, dass man merkt, wie kann man die Kunden bedienen und gleichzeitig trotzdem das machen, was man wirklich auch leidenschaftlich gerne machen will. Also finde ich total toll. Hat Ja. also unheimlich Spaß gemacht, da mehr von dir zu erfahren. Und ich wünsche dir alles Gute. Und du hast ja eben vor allen Dingen auch wirklich jetzt Beispiele genannt, wie eben auch die Kunst gerade in dieser Zeit so wichtig ist. Auch wenn man jetzt logischerweise Aufbau Kundenstamm mangels, man kann nicht mehr auf Messen gehen oder sich persönlich begegnen, dass da ein bisschen schwieriger ist. Aber wie wichtig es gerade in solcher Zeit ja auch ist, wirklich diese Hobbys beziehungsweise diese ja zu sich selber kommen Momente dann auch weiter zu pflegen. Ne? Und das
man alle anregen kann. Und du sagst es ja auch, wenn man so deine Geschichte hört, ja, ich kann nicht malen oder so, dass man sich vor solchen Dingen dann einfach gar nicht abhalten lässt, sondern wirklich diesen Weg zielstrebig verfolgt. Bis hin zu den Momenten, die du ja auch gesagt hast, wo so nicht so schöne Begegnungen vielleicht oder Sachen waren, wo man aus echt harten Sachen vielleicht was lernen durfte, aber die einen doch wieder auf den Weg schubsen. Ne? Also ja. Auch, dass die Polizei dich nicht genommen hat, ja Gott sei Dank. Ne? Ja, aber das betrachtet. Genau, und das ist noch die Sache, wo ich ja gesagt habe, da komme ich später vielleicht noch kurz drauf zu sprechen, und zwar mit meinen Eltern, weshalb ich hier nicht sitzen würde. Das war damals so, meine Eltern wollten in den Urlaub fliegen und sie haben einen Flug gebucht. Und ich würde die Geschichte nicht glauben, wenn ich nicht wüsste, dass sie wahr ist. Sie wollten einen Flug buchen und irgendwie auf die Malediven fliegen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wohin. Und es war so, kurz vor Reiseantritt haben sie einen Anruf bekommen von der Fluggesellschaft, dass der Flug überbucht wäre und sie die Letzten gewesen sind, die zugebucht haben und sie leider quasi vom Flug zurücktreten müssten. Sie von der Reisegesellschaft aber einen Alternativflug bekommen würden nach Dänemark. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo es in Deutschland schon recht winterlich war. Das heißt, Dänemark definitiv noch winterlicher. Und sie eigentlich wohin fliegen wollten, wo es warm ist. Und da war dann meine Mutter auch so, die hat das überhaupt nicht nachvollziehen können und fand das total scheiße, dass sie da jetzt nicht in ihren Sommerurlaub mehr oder weniger fliegen kann und hat das gar nicht nachvollziehen können. Und de facto war es dann so, sie sind nach Dänemark geflogen, hatten da ein Ferienhaus und haben dann an dem einen Abend den Fernseher angeschalten und dann kamen Nachrichten und der Bericht eben darin war, dass das Flugzeug, in dem sie hätten fliegen sollen, Richtung Malediven, über dem Meer abgestürzt ist und es keine Überlebenden gab. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die mich schon mein ganzes Leben lang so antreibt, dass gewisse Dinge manchmal einfach so haben sein sollen. Manchmal erklärt sich einem der Grund, wie jetzt bei meinen Eltern beispielsweise, dass sie die Nachrichten gesehen haben, oder beispielsweise bei mir, wäre ich nicht glücklich geworden, weil einfach dieses, du musst an Feiertagen arbeiten oder jetzt zur Pandemiezeit, unabhängig davon, ob man mit dem Thema gut klarkommt, weniger gut klarkommt, wie auch immer. Ich denke, als Polizist ist es gerade momentan sehr schwierig, weil du unabhängig davon, was für eine persönliche Haltung du zu diesem Thema hast, die Haltung vertreten musst, die dir vorgegeben wird. Und da dann tatsächlich auch Leuten entgegentreten musst, die das gar nicht nachvollziehen können und dich dann persönlich angreifen, sei es physisch oder psychisch. Deswegen muss ich sagen, das war genau richtig, dass das nicht mein Weg hat sein sollen. Und ich bin gerade auf einem Weg, auf dem ich super zufrieden bin, jetzt gerade auch in meiner neuen Beziehung seit Anfang letzten Jahres. Und genau, deswegen sage ich so, also nicht alles ist immer Vorsehung in meinen Augen, aber manchmal gibt es schon so Dinge, wo man sagen kann, das war definitiv kein Zufall. Mhm. Genau. Ja, absolut. Und ich wünsche dir jetzt weiter, wie gesagt, du hast ja auch so schön, das können wir ja zum Abschluss nochmal vorlesen, dieses Goethe-Zitat, was ich auch total liebe auf deiner Website, nämlich, in dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Was immer du kannst, beginne es jetzt. Johann Wolfgang von Goethe. Also insofern ganz viel Erfolg und wir bleiben ja sowieso in Kontakt und ich habe für alle, die jetzt natürlich es interessiert, was Vanessa genau macht, wie man sie erreichen kann, die entsprechenden Kontaktdaten sind in den Shownotes, ne? Und auch die Webseite von Vanessa, also alle sind aufgerufen, sich mal, das mal anzusehen, die Bilder anzusehen, auf Instagram hast du ja auch viele abgebildet, ne? Und bis auf bald, sage ich jetzt mal, und alles Liebe nach Füssen in den Schnee. Dann danke ich dir recht herzlich für die Möglichkeit hier und wir hören voneinander. Ganz lieben Dank. Hab einen schönen Abend. Bis dann, du. Jo, danke dir auch. Ciao.